Hallo zusammen, ich bin Besugumibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire. Nachdem wir uns ein bisschen ausruhen konnten auf Aufstiegslevel 8 mit der Stillen, müssen wir jetzt leider ins kalte Wasser des Aufstiegslevels 10 zurückspringen mit dem Eisernen und hoffen natürlich, dass das irgendwie gut läuft. Hallo nochmal, Servus. Eine Karte aus deinem Deck entfernen, 3 zu viele Getränke erhalten, das ist alles Chance. 8 Max verlieren und 2 Karten transformieren ist, glaube ich, the way to go here. Hat auch ein Element von Lotto spielen. Wie ich schon mal gesagt habe. Was immer nett ist. Live-Pro-Tipp. Immer schön Glücksspiel betreiben. Ich wüsste nicht, dass es irgendwann mal schief gelaufen wäre. Für irgendwen. Man gewinnt einfach immer und dann ist man reich. Zum Beispiel, zumindest die Werbung behauptet das. Und die Werbung lügt auch niemals. 3 Feuer, eine Elite ist nicht so das Wahre. 2 Feuer, 2 Elite ist noch weniger das Wahre. 1 Feuer. Okay, ich glaube, wir machen offensichtlicherweise hier 3 Feuer, 2 Elite. 1 Elite, 2 Elite können wir sogar auch machen, aber jetzt bezweifle ich mal, dass das sich ausgeben wird. Okay, und dann transformieren wir 2 Karten und schauen, was passiert. Warte, kann ich den transformieren? In einen anderen Fluch, den ich removen kann? Wait a minute. Yes! Oh, look at that! Interesting! Das heißt, jetzt kann ich den in meinem Shop dann einfach loswerden. Du schöpfst, Cassie. Cool! Gut zu wissen! Gut zu wissen! Transformieren geht! Nur loswerden darf man ihn nicht. Und dann kann man ihn loswerden. Sozusagen, kann sich mehr als 3 Karten pro Zug spielen. Du bist ein kleines Monster, aber ich meine 3 Karten pro Zug. Oh no! Ich will nicht mehr als 3 Karten spielen, du Sau. Sorry, das war etwas starke Kraftausdrücke hier. Gummibaum, bitte. Ich meine, schauen nicht keine Kinder zu, hoffe ich. Ansonsten, es tut mir leid. Seele trennen. Nein, ich hätte nicht Seele trennen machen sollen, weil ich jetzt erst Verteidigung spielen sollen, damit ich dann nicht meine einzige Verteidigungskarte loswerde. This was not very good. Aber ich komme gerade erst wieder rein. Ich musste mich gerade damit auseinandersetzen, dass wir jetzt plötzlich... Jetzt habe ich nur 2 Schläge. Dass wir jetzt plötzlich doch unseren Fluch loswerden können. Das ist alles viel auf einmal, okay? Die Missplays werden definitiv passieren. Okay, wir können hier einfach 3 Schläge machen. Es ist nicht so schlimm. Wir sind 4 unter Max HP. Haben wir das nicht gerade erst gemacht? Fuck it, Body Slam is great. Give it to me. Hey, nicht mit mir reden. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Wow, das war laut. Das war mein Handy. Aber keine Sorge, es ist nicht kaputt. Nicht, dass es euch wahrscheinlich sehr interessiert, ob mein Handy kaputt ist oder nicht. Alter? Ist das mal lustig, oder was? Die andere Idee wäre mit Voodoo-Puppe, aber dafür bräuchte man halt zuerst mal Voodoo-Puppe. Ja, das ist mir aber fast noch... Ja, wobei, wann kann ich schon mehr als 3 Karten ausspielen momentan? Also der Fluch ist relativ egal. Oh Gott, Wut! Wobei, wir gehen jetzt... gehen wir jetzt auf den Blockdeck oder gehen wir auf den Angriffsdeck? Aber Wut ist so gut. Das hat sich gereimt auch noch dazu. 110? Es geht sich aus. Okay, wir nehmen Wut und wir werden mal zuerst, glaube ich, verfalllos. Mehr als 3? Ich tue eh nie mehr als 3 ausspielen. Ja, jetzt bringt der Shop natürlich nichts. Jetzt können wir eigentlich lieber so gehen, aber dann kriege ich das Feuer nicht. Super, jetzt haben wir 2 unnötige Shops. Musste das jetzt ein Shop sein? Musste das ein Shop? Ich kann nicht schon wieder verflucht werden. Ja, dann kriegen wir wieder Max HP zurück, sure. Ja, Wahnsinn. War nett, dich kennenzulernen. Wir schmieden mal was. Wir schmieden Wut. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin gerade völlig verwirrt. Aber wir schmieden mal Wut. Wie schaut's mit dir aus? Ich meine, wieso überhaupt nachschauen? Ärgere ich mich nur darüber, was ich mir alles nicht leisten kann in meiner Armut. Und dann schmieden wir als nächstes... I don't know, Body Slam, damit er 0 kostet. Mein Body Slam mit Wut muss nicht unbedingt heißen, dass es nicht klappt. Ist kind of weird, aber nicht unbedingt scheiße. Hey Vögelein! How is it hanging? Wir schmettern mal und dann schlagen wir, weil das mehr bringt als ein Verteidigen und ein Body Slam zusammen. Und jetzt können wir nächstes Mal vielleicht Wut und es wird alles schön. Ja, Normalität ist irgendwie egal. Ich meine, gut, das bringt jetzt nicht wirklich viel für Wut, aber was soll's. Ja, jetzt darf ich nicht mehr spielen, aber ist mir egal, weil ich brauche eh nur einen Verteidigen spielen. Ich hätte eigentlich überhaupt keinen Verteidigen spielen müssen. Aber life is hard. 16 plus... Nur 22.
Aber ich meine, wir kriegen 10 Block. So, das ist fein. So, jetzt sind wir nachher wieder auf Max HP. Ich nehme jetzt mal an, dass ich irgendeine Angriffskarte auf die Hand bekommen werde. Knapp, aber doch. Deine Macht war doch nicht ohnegleichen. Ja, du, manchmal muss man... Eine Angriffs- oder Machtkarte, das heißt nicht Wut. Manchmal muss man der Realität ins Auge sehen. Mein Body Slam, aber... Das kann schon gut sein. Nehmen wir mal zwei Waffenkampf. Manchmal ist es leimend. Vielleicht hätte ich auch zu Spalten nehmen sollen. Ich bin gerade schon wieder all over the place, mit in welche Richtung ich gehe in diesem Run. Passiert oft genug. I mean... Nein. Ich will das eigentlich nicht machen. Bitte? Okay, wir können die Schmettern draufgeben, ohne dass du aufwachst. Das machen wir kurz und dann greifen wir nächste Runde an. Dann haben wir auch Normalität hoffentlich nicht auf der Hand, wobei es gibt eine 10% Chance, dass ich es auf der Hand habe. Nope, stattdessen machen wir Wut. Nicht, dass wir es bräuchten. Schlag, Schlag, Schlag. Jetzt haben wir 15 Block. Juchei! Und er ist gestünt. Normalität nervt da gerade ein bisschen. Wir hauen das mal rein, damit wir ein bisschen mehr Block rausbekommen. Oh, ich hätte zwei Waffenkampf Dingsbums machen können. Den mit Dingsbums meine ich natürlich wie immer Body Slam, aber die Normalität hätte mich dann davon abgehalten, Body Slam tatsächlich auch zu spielen. Bin mir gar nicht sicher, wie ich das handhaben soll. Dass ich daran gemerkt habe, dass meine Stimme langsam erstorben ist. Yo. I don't like this fight. This is a shit fight. Es kommt nur auf 57 unten. Und das saugt mich schon aus. Ich mache ja nichts Gutes mit meinem Leben. Okay, Wut. Schlag. Schlag. Nochmal verteidigen. Body Slam. So, so zum Beispiel. So eine Art stelle ich mir das vor mit Wut und Body Slam. Und jetzt wenigstens einmal keinen Schaden macht. Wir verteidigen einmal und dann trennen wir seine Seele. Ich nehme einmal an vom Körper oder so, ansonsten muss man einfach nur die Seele trennen. Ich kenne mich damit noch nicht aus, aber ich stelle mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm vor. Gut, nicht, dass es nötig wäre, aber wir killen ihn dieses Mal leider noch nicht. Nächstes Mal sollte aber tot sein, das heißt, wir haben hier 37 Leben, das heißt, wir haben 43 Leben, das ist halb so schlimm. Schlag! Alte Münze ist super. Kriegen wir noch einen Shop? Dropkick, ich weiß jetzt gar nicht. Naja, Dropkick mit Wut zusammen. Ja, machen wir Dropkick. Ich weiß nicht, ob ich ihn nur noch einen. Ne, mit 43 Leben nochmal in einen Elite-Kampf sich wagen, ist ein bisschen gewagt. Ah ja, nein, ich glaube nicht, dass wir das machen. Oh, kriegst du. Oh, und Enis Kissen. Jetzt wiederum bin ich versucht, aber wir sterben vielleicht, ist das Problem. Ah, es wird schon passen. Es wird schon passen. Muss das so geschissen sein? Muss das so geschissen an? Muss es? Muss es? Wir können Wut nicht... Das würde ich gerne verdoppeln. Nicht fucking Schlag. Wir machen 6 Schaden an ihm? Really? That's it? Nee. Fuck. Kein guter Anfang, falls euch das nicht aufgefallen ist. Oh no. Oh no. Oh no. Okay, wir müssen nur noch 45 Schaden machen. Bevor er 40 macht, no problem. Easy peasy. Sind 24 unten. I'm gonna die. Dropkick. Wir dürfen jetzt halt nur 3 Karten spielen, was wunderbar ist. Und wir werden. Ach, draufhauen. 19 Schaden im nächsten Zug. Come on! I can do it. Hoffe ich. Wut wäre gerade sehr cool. Keine Wut. Zelle trennen plus Schlag kommt zusammen auf genug. Okay. Zelle trennen. Schlag. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir leider nur noch einen Kampf hinterher. Ich habe mir das nicht so gut überlegt. Zusammenstoß wäre super, nur... Ja, machen wir Zusammenstoß, versuchen die Verteidigungskarten nutzen. Bitte sei irgendwas Einfaches. Wow. Ey, das sollte ich jetzt wirklich nicht verlieren. Moment. 10 Block. Ja, ist okay. 10 Block ist okay. Einmal ausgelöst, zweimal ausgelöst. Ja,
Wir haben noch 8 Leben. Aber sie sind beide auf 7 Leben und das sind 2 Kuschelwimpern. Come on. This can't be that hard. Und wir haben edles Kissen, also wir heilen relativ fleißig. Weiter? Ne, ich meine, wir kämpfen. Oh, Moment. Wir killen natürlich trotzdem den von euch. Außerdem können wir dich 2 Waffen kämpfen. Und dann wirst du tot und du tot. Und damit wird die Sache erledigt. Nope. Oder teuflische Klinge. Das ist immer eine Fertigkeit. Habe ich irgendwas, was nicht gut für Fertigkeiten ist? Zusammenstoß. Ja, wobei, wir müssen es immer nur spielen. Das ist keine Fertigkeit mehr. Wir nehmen sie. Wir nehmen sie. Dann kann sie dann upgraden. So, jetzt werden wir nichts upgraden, sondern lieber ausruhen. Auf 52 wieder rauf. Soweit, so gut. Nur den Fluch müsste ich ihn dann nochmal loswerden. Der nervt nämlich, je länger sie mehr. Wut, Dropkick, Winterwix, Schlag. Kein guter Anfang, wie üblich. Ich glaube, ich fasse gleich mal aus, leider. Ich sehe nicht, wie ich hier 30 Schaden mache. Seele trennen. Oh, okay, ich sehe doch, wie ich hier 30 Schaden mache. Und zwar so. Ich brauche Verteidigen ja gar nicht spielen. Bam, bam. Schön. Damit habe ich jetzt glatt nicht gerechnet gehabt. Ah, das lohnt sich. Auch wenn wir ein bisschen Schaden ausfassen. Wobei, jetzt kriegen wir noch einen. Wir haben nicht so viele Verteidigungskarten, ist das Problem. Ja. 5 Block. Mein Wählchen wirklich racen? Eigentlich nicht, aber. Na, da wenigstens auch noch verletzlich drauf. Wir haben halt doch relativ viel Leben gerade. Der Punkt an Seele drin ist, dass ich danach Zusammenstoß und Schlag spielen kann. Ich bin dann nur Blutbad los. Aber ich glaube, dann kriegen wir ihn drunter, oder? 24, ja. Okay, dann machen wir es so. Das heißt, er greift gar nicht an. Jetzt hätte ich halt gerne recht viele verteidigen. Ich meine... 1, 2... 3 ist durch. Ne, 3 können wir auch. Kommt irgendwie nicht drauf an. Man, definitiv gut. Das war eine Karte, 2 Karten. Das ist die Frage, welche von den beiden. Das kommt nämlich nicht drauf an. 3 Karten. Nochmal 3 Schaden. Jetzt bitte ganz viele verteidigen. Nicht wieder scheiße Normalität. Yo. Dau. Ich Schmettern bringt, glaube ich, trotzdem was. Also bitte, bitte knapp hier. Komme ich auf 52? 24. So, ja. Okay. Machen den gleichen Spaß wie vorher wieder. Ich meine, wir haben ihn schon sehr weit unten, aber jetzt bin ich langsam auch schon sehr nahe dran, drauf zu gehen, muss man sagen. Wir hatten aber nicht viele Verteidigungen jetzt, oder? Ich kann verteidigen, Zweikampf, auf Zusammenstoß, Wut, ja. Okay, verteidigen, 2 Waffenkampf, Zusammenstoß, Wut, Dropkick. Wir kriegen mehr Verteidigen draus, als wir Schaden bekommen. Das heißt, wir blocken jetzt sogar mal aus, also alles. Und er ist dem Tod schon sehr nahe. Ich meine, er bringt mich jetzt nicht um. Aber ich kann ihn nicht angreifen, weil sonst bringt er mich um. Oh oh. Ja, ich kann nichts machen. Ich fasse 16 Schaden aus. Heilt er sich jetzt damit? Nein, er bekommt nur wieder einen anderen Stand. Jetzt muss ich ihn killen, sonst habe ich ein Problem. Which is possible. Yes. Huhuhu. Es wird langsam Tradition, dass ich damit 2 Leben überlebe gegen den Boss im ersten Level. Well, shit. Wenn ich es mal so sagen darf. Wie wollen wir jetzt gehen? Wut oder Body Slam? Oder versuche ich Barrikade Wut zum Laufen zu bringen? That's kinda insane, though. Maybe?
Na. Okay. Dann kriegen wir mehr Tränke. Fein. Wo ist der nächste Shop? Die sind alle so weit weg, Alter. Da werden zwei. Keine Feuer und 2 Liter, ja. Definitiv Spiel, da gehen wir durch. Drei Feuer, 2 Liter. Ich meine, 4 Feuer, 2 Liter wäre mal lieber. Jetzt haben wir den Scheiß halt noch. Ja, ich glaube, ich gehe dadurch. Das ist die Idee. Soll ich jetzt Barrikade machen? Oder schmettern, verteidigen, Body Slam? Ich glaube, schmettern, verteidigen, Body Slam ist die bessere Idee. Und das sind 3 Karten, so kann ich es noch spielen, trotz dir, du scheiß Normalität, die ich immer noch habe. Jetzt hält er sich wieder hoch, aber hat zumindest eine Plattenrüstung mal eingebüßt. Das ist alles unschön. Ich sage euch, das ist alles unschön. 21 Schaden. Ich meine, man macht schon einfach 21 Schaden. Was ist das für eine Art? Was ist das für eine verfluchte Art? Und gebrechlich machen mich auch nicht. Willst du nicht vielleicht 50 Schaden machen und mich verletzlich machen? Wer ist damit? Du bist die netten Berlin, ländiges. Teuflisch. Die Klinge ist nice. Zusammenstoß. Oh ja. Donnerschlag. Dropkick. Das war nett, oder? Zusammenstoß, Zusammenstoß. Sonst hätte ich auch noch einen Schlag spielen können. Was mir viel besser getaugt hätte, als die fucking 3 Blob, die mir X. Habe ich einen Feuerform-Elite oder habe ich keinen Feuerform-Elite? Weil sonst können wir hier schon wieder einpacken. Aber ich glaube, ich kann irgendwie in eine andere Richtung gehen oder so. I don't know yet. Wut. Donnerschlag. Naja, gut. Either way, nix. Wir blocken alles. Look at me go. Du bist nicht tot, verdammt, verdammt. Scheiße, ich dachte, wir sterben. Ups. That was a slight mistake. Das uns höchstwahrscheinlich im nächsten Kampf umbringen wird. Oh well. Naja, vitalisieren wir auch. Aber wir haben noch. Ja. Ich meine, wir müssen definitiv auf das Feuer gehen, aber ich glaube, wir sterben trotzdem, ehrlich gesagt. 3 Vögelein und wir haben keinen AOE. This is great. Ja, ich meine, mit Normalität brauche ich jetzt auch nicht wirklich in das zu ziehen. I hate life. Ich schweige in Scham. Ma. Ich meine, die Grundidee war nicht schlecht, dieses Runs. Aber 21 Schaden, wenn wir hier nicht blocken. Und damit, war das dann auch gewesen. Mit diesem Run. Die Grundidee war nicht schlecht, aber die Ausführung war eher anders, würde ich mal sagen. Doch nein. Ich wurde überwältigt, weil shit. Das ist mal ein 18-Minuten-Run hier. Gut, aber den letzten haben wir gewonnen. Man kann auch nicht immer gewinnen, sonst glauben die Leute, man wäre eingebildet. Alright, ich hoffe, wir haben es euch Spaß gemacht, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like, abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.